Es ist Montag, der 13. September. Guten Morgen hier bei Welt. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Elite Partner. Dating mit Niveau. Einen schönen guten Morgen aus St. Peter-Ording, also aus Schleswig-Holstein, direkt von der Nordsee, die Sie noch nicht sehen können. Da müssen wir noch ungefähr 60 Meter in diese Richtung weiterlaufen, bis wir bei der Nordsee angekommen sind. SPO können Sie auch dazu sagen, zu St. Peter-Ording, wenn Sie sich als Kenner outen wollen, als Insider. Im Osten Richtung Berlin, Carsten und Fanny Fehl, ihr bekommt nichts mit davon, morgen nochmal ein richtig schicker Tag bei euch. Dann verlagert sich der Unwetterschwerpunkt am Mittwoch zu euch, aber bei auch anderen ist es dann auch eher wechselhaft. Dann wird es zwar ein bisschen ruhiger, aber auch wechselhafter und kühler. Ja, ich habe schon gesagt, Carsten und Fanny Fee im Studio für Sie. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Elite Partner. Dating mit Niveau. Es ist 7 Uhr an diesem Montag, den 13. September. Guten Morgen hier bei Welt. Guten Morgen, herzlich willkommen. Und damit blicken wir auf den Fußball. In der Bundesliga konnte sich Gladbach am Abend über einen Sieg freuen. 3:1 hieß es am Ende bei Arminia Bielefeld. Und die Ergebnisse der beiden anderen Sonntagsspiele. Hertha BSC feierte mit 3:1 bei Aufsteiger VfL Bochum den ersten Sieg dieser Saison. Frankfurt und Stuttgart trennten sich unentschieden 1:1. Die Hertha. Hat Hertha auch mal wieder gewonnen. Endlich zurück. Na komm, deine Reminiszenz heute. Du bist im Hertha-Blau gekleidet. Ne? Extra blau angezogen. Ja, in unserer Regie haben wir ja Hertha und Union Berlin-Fans. Und ich bin ja Hertha-Fan. Also es war sehr lustig heute Morgen, wie üblich. Glückwunsch. Tja. Wie? Ich habe eben gehört, übers Ohr, Miriam, guten Morgen. Du bist heute in Rot angezogen, in SPO. Also, da müssen wir mal drüber reden, ne? Ich bin in SPO. Pass mal auf. Ich bin hier, ich zeige euch das ja auch mal. Ich weiß ja nicht, du warst ja bestimmt schon mal da, Carsten. Fanny Fee, du bestimmt auch. Ich bin in St. Peter-Ording in Schleswig-Holstein. Und natürlich sind hier diese berühmten Stelzenhäuser. Oder wie meine Tochter auch sagt, warum haben denn hier die Häuser Beine? Und guck doch mal, wie ganz praktisch ich veranlagt bin. Kannst du sehen, bei welchem Haus ich stehe natürlich? Ich gehe wieder zurück Richtung Meer. Ihr kommt gleich hinterher, Kaffee oder? Kaffee gibt, ne? Was stand da? Ja, jetzt da ist nicht, aber grundsätzlich ja. Aber das gibt es da drüben bei Gabi und Thorsten. Das habe ich schon eruiert. Da holen wir uns nachher den ersten Kaffee, wenn Gabi und Thorsten auflaufen in ihrem Stelzenhäuschen. So. Aber vorher zeige ich Ihnen ganz kurz mal. Sieht irgendwie ein bisschen kalt aus, ne? Ist ein neues Hoch. Sieht ein bisschen kalt aus bei der Miri. Es ist auch kalt. 14, 15 Grad aktuell in Deutschland und bei mir ordentlich windig dazu. Und ja, es ist kalt und das kostet das diesem Hoch. Und dann sind auch diese ganzen Tiefs. Wir sind quasi zwischen den Tiefs und das bedeutet für die nächsten Tage nichts Gutes. Heute aber nochmal ein Hoch bei Rund Isgard. Und die nächsten Tage, ja, gucken wir uns dann nochmal genauer an. Es wird kühler, aber wieder trockener. Also Miri, bei dir sieht es eher aus, als wenn bei dir gerade 5 Grad sind, maximal. Danke dir für den Moment nach SPO. Mario, komm mal ganz kurz. Okay. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, Mario, der Kameramann. Schön verpackt. Bis gleich. Wir machen eine kurze Unterbrechung, blicken dann natürlich auf das TV-Triell. Olaf Scholz hat laut den ersten Umfragen am meisten überzeugt. Und wir wollen uns natürlich die wichtigsten Aussagen noch mal anhören. Bis gleich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dankeschön, Viola. Genau. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt auch bei Miriam in St. Peter-Ording an der Nordseeküste, dass irgendwann mal die Sonne rauskommt, oder Miri? Wir haben ja mittlerweile auch Mitte September, Carsten. Ich komme schon noch. Wir sind kalendarisch. Dieses gehässige Lachen, Carsten. Carsten, das steht hier überhaupt nicht. Das ist doch mein normales Lachen, das weißt du doch. Doch, doch. Nee. Oh feier, das will ich nicht hoffen für dich. Die Sonne, ich zeige sie Ihnen mal. Und da sehen Sie auch, dass sie auch bei mir rauskommt. Sogar 6 Stunden heute in Schleswig-Holstein. Aber erstmal muss ich mit diesen dichteren Wolken leben. Im Osten, bei Carsten, nochmal richtig schöner Tag. Super Sonnenschein, muss ich mir morgen nochmal anhören. Dann am Mittwoch allerdings, dann hat er den Unwettercharakter und das ganze Pipapo da, während wir anderen einfach nur schaurig am Start sind. Unwettercharakter, auch nicht schlecht.
Eine Wortschöpfung von Miriam Pede in SPO. Jetzt genießen wir erstmal noch die Sonne. Ja, wir genießen die. Und sind gleich zurück. Natürlich blicken wir auf das TV-Triell. Das wollte ich fast Duell sagen. Triell klingt immer noch ein bisschen ungewohnt, oder? Eigentlich können Sie auch wieder ein Duell draus machen, weil ich meine, was macht eigentlich Annalena Baerbock da noch? Bleiben Sie dran. Absolut. Termin dann auch heute beim Thema Familienpolitik, was so ein bisschen ja im Zentrum der Veranstaltung gerade eben gestanden hat, der Pressekonferenz. Da versucht man natürlich dann auch sozusagen das Herz zu wärmen des Wählers, das soziale Herz zu wärmen und klarzumachen, dass man auf dieser Seite beim Sozialen nicht blind ist. Den Eigenbeitrag bei der Pflege deckeln auf 700 €. Da haben viele alte Menschen ja Angst, dass sie sozusagen ihr kleines Vermögen vielleicht komplett im Pflegefall verlieren würden. Dann zum Beispiel auch die Wohngelderhöhung in diesem Zusammenhang sicherlich dann zu nennen oder die, den Erlass der, der Grunderwerbssteuer zumindest in einem gewissen Maße für Familien beim Erstkauf einer Immobilie. Auch das soll natürlich dann helfen. Die Erhöhung des Grundfreibetrages für Kinder trägt natürlich auch dann dazu bei. Das sind alles Maßnahmen, wie gesagt, die dokumentieren sollen dem Arbeitnehmer. Bitte wählt uns. Wir haben da durchaus interessante Punkte in unserem Programm, was wir umsetzen wollen. Und dazu natürlich heute nur angerissen das Thema mehr Sicherheit, Angriffe auf Polizisten zu einem Verbrechen zu erklären, Mindeststrafe 6 Monate, mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen, 1000 Kameras. Mehr zum Beispiel. Das sind halt die Punkte, die jetzt dann im Kontrast vielleicht stehen zum politischen Gegner, womit man hofft, dann auch überzeugen zu können. Also der Wähler hat das Wort, er kann ganz konkret entscheiden, was er dann am Ende möchte. Das eine oder das andere, es war ja immer kritisiert worden, man wisse nicht, wofür die Parteien stehen. Und ich glaube, das ist der Gewinn der letzten Tage, dass sich das immer stärker herauskristallisiert und dann hat am Ende der Wähler das Wort. Michael, danke für deine Einordnungen, danke für deine Analyse, Dankeschön. Und um Punkt 14 Uhr ist er dann hier im Studio, Armin Laschet, der Kanzlerkandidat von CDU, CSU, im Interview mit Robin Alexander und Tatjana Ung. Bleiben Sie bei uns, tschüss. Schiffsunglücke enden meist in einer Katastrophe. Niemand überlebte. Was ist passiert? Die Umstände sind für die Ermittler oft rätselhaft. Warum verschwindet ein gutes Schiff plötzlich ohne einen Notruf? Die Untersuchungen fast immer erschütternd. Diese Tragödie hätte nie geschehen dürfen. Alle von Bord! Wir werden sinken! In Seenot. Heute auf Welt. Okay, gut, ich schicke es bis heute Abend durch. Ja, das wäre toll. Ein schweres Auswärtsspiel steht dem BVB bevor. Papa, schau dir das an. Alles einfach auf Sky. Ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Also das Rennen ist noch nicht gelaufen. Das Ganze vertiefen wir jetzt auch noch mal mit Michael Wüllenweber, zugeschaltet vom Konrad-Adenauer-Haus.
Das stimmt nicht, du bist inzwischen vom Kanzleramt. Wie bewertest du denn das Sofortprogramm, das jetzt auch Armin Laschet vorgelegt hat und diese ganzen Attacken gegen die SPD? Kann das die Trendwende bringen bei der Union? Hörst du mich, Michael? Ja, nein, vielleicht? Ja, jetzt habe ich gehört, aber... Ja, es geht um das Sofortprogramm. Das ist natürlich der berühmte Blick in die Glaskugel. Ja, bitte. Ja, und das werden wir sehen. Aber Armin Laschet hat ja jede Menge vor, wenn man ihm Glauben schenkt, noch jede Menge Wahlkampf. Es ist 8 Uhr an diesem Dienstag, den 14. September. Guten Morgen hier bei Welt. Guten Morgen, herzlich willkommen. Dann, Michael, haben also die Kleinparteien im Deutschen Bundestag debattiert, diskutiert und viele konkrete Pläne vorgestellt. Aber wer soll das alles bezahlen? Naja, das alte Gassenhauer, wer hat, kann das bezahlen, wer hat so viel Geld? Und da konnte sich der Zuschauer durchaus ein Bild machen. Die Linke sagt natürlich klar, Vermögenssteuer rauf, höhere Einkommenssteuersätze. Also so soll es dann am Ende bezahlt werden. Während die anderen beim Thema Steuererhöhungen den Daumen runter machten, lieber die Steuern senken. Zum 13. Mal sind sie heute zusammengekommen, Spitzenpolitiker und führende Wirtschaftslenker zum Weltwirtschaftsgipfel. Es ist eine Mischung aus Politprominenz und Wirtschaftsgrößen. Das wiederum ist einer der Erfolgsfaktoren des Gipfels. Sie haben richtig gehört, Weltwirtschaftsgipfel, also Weltwirtschaftsgipfel. Ja, das Treffen bietet nämlich eine der seltenen Gelegenheiten. Hier im Haus übrigens zum offenen Austausch einerseits, denn andererseits diskutieren die Teilnehmer dann hinter verschlossenen Türen. Es bleibt also alles im Kreis der eingeladenen Gäste. Aber nicht hinter verschlossenen Türen ist jetzt für uns Lena Mosel und du hast einen Gast am Set. Ganz genau so ist es. Was da drin hinter mir besprochen wird, das bleibt auch da drin in diesen Räumlichkeiten. Umso schöner, dass der eine oder andere Gast auch hier zu uns ans Set kommt. Christian Lindner, jetzt hier bei mir, FDP-Chef. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Christian Lindner, ganz herzlichen Dank. Sie müssen nach drinnen. Also die Wunschkoalition wäre die Ampel ganz sicher nicht. Die Umfragen aktuell würden eine Ampel auf jeden Fall möglich sehen. Aber am 26. da ist die Wahl und danach wissen wir mehr. Aber so ein bisschen mitregieren ist schon ganz schön schick. Dankeschön, Lena, beim Weltwirtschaftsgipfel. Herzlich willkommen an diesem Freitagnachmittag hier bei uns. So, ist der nur essbar oder eher nicht? Diese Frage stellen sich ja momentan viele, die auf einem Spaziergang oder eben gezielt suchend durch die Wälder streifen und Pilze finden. Allerdings sollten Neulinge, die ohne Profis losziehen, doch vorsichtig sein, denn nicht jeder Pilz ist essbar und kann dann im schlimmsten Fall beim Verzehr sogar tödlich sein. Wir haben uns mal mit einer Pilzexpertin auf die Suche gemacht. Okay, eine Meldung vom Fußball, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Bundesliga hat Wolfsburg am Abend den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Das Spiel gegen Frankfurt endete unentschieden 1:1. Zuvor hatte Dortmund mit 4:2 gegen Union Berlin gewonnen und Stuttgart verlor 1:3 gegen Leverkusen. So, den Beitrag mit den Pilzen
den gibt es gleich hier nochmal. Bleiben Sie einfach dran. Hohen Besuch gibt es, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und zwar auf der Kanareninsel La Palma. Sie verstehen mich, können mich aber wohl noch nicht sehen. Auch nicht das Naturschauspiel hinter mir, doch. Da sind Bilder von eben der Kanareninsel La Palma. Und jetzt klappt auch das. Willkommen zurück hier bei Welt. Er hat sich hier für seine Fehler entschuldigt. Der Streit begann ja im vergangenen Jahr, als der Kölner Erzbischof ein Gutachten zur sexuellen Gewalt aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichte. Jetzt frage ich kurz nach, wie machen wir weiter, liebe Regie? Ja, wir machen weiter mit der Frage, was haben eigentlich Herbert Grönemeyer und Eco Fresh gemeinsam? Außer, dass beide Musik machen, eher nicht so viel. Doch jetzt im Bundestagswahlkampf rufen beide auf unterschiedliche Art und Weise auf, die Menschen, dass sie wählen gehen. Promis und Politik, was für den Wahlkampf in den USA typisch ist, gilt dieses Jahr auch für Deutschland. Und gleich in der Börse am Mittag. Der IFO-Geschäftsklimaindex sinkt erneut. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist eingetrübt. Und das Schuldendrama um den Immobilienkonzern Evergrande flammt wieder auf. Einzelheiten und Einschätzungen dazu gleich bei Dietmar Deffner.